Hallo, ihr lustigen Mass Effect Andromeda-Fans da draußen und herzlich willkommen hier zurück zum selbigen Spiel. Wir sind immer noch auf EOS, oder wieder einmal, und haben das letzte Mal hier die, wie heißen sie, diese Angara-Rebellen halt, ne, die uns auch nicht mögen, weil sie uns für eine andere Kette halten, ein bisschen hier abgewehrt, beziehungsweise halt ihre Bestrebungen, verhindert, hier unsere schöne Außenpostenwelt anzugreifen. Und jetzt haben wir einen weiteren Plan. Wir wollen sie trotzdem kommen lassen, aber natürlich zu unseren Bedingungen. Und zwar locken wir sie jetzt irgendwo anders hin, stellen ihnen eine Falle und sagen ihnen, bitte lasst das sein, wir finden das nicht gut, was ihr da tut. So, und dafür müssen wir jetzt natürlich erstmal gucken, wo wir hin müssen. So wie es aussieht, müssen wir dahin. Also machen wir einen kurzen Schnellreisesprung. Nein, ich möchte diesen Punkt da nicht setzen. Jetzt habe ich ihn doch gesetzt. Ach ja, ich mache ständig Dinge, die ich nicht will. Das ist ein großes Problem. So. Wir sind angekommen. Und es ist, glaube ich, gar nicht so weit weg. Irgendwie in der Richtung. Ich muss aber trotzdem so halbwegs außen rum fahren. Weil die Straßen führen, die mich dazu überreden möchte. Oh, die Schilder sind da. Wow! Oder auch nicht. Scheiße, jetzt bin ich da unten drin. Ich will doch hoffentlich da irgendwie wieder rauskommen. Ja, ich komme da easy going wieder raus. Kommt nämlich ein Cat angejuckelt. Sam. Hast du eine Position für diesen Rokar-Sender? Ja, Pathfinder. Das Kommunikationssystem von Anlage 2. Okay. Dann wollen wir Axul nicht warten lassen. Genau, Rokar hießen sie. Ich vergesse das immer. Ist auch wieder eine neue Aufnahmesession. Ich neige dazu, solche Dinge ständig zu vergessen. Au! Dass er das überhaupt überlebt, ist der Oberhammer. Nav-Punkt zum Hochladen von Rokar-Signal markiert. Halten Sie sich bereit. Das führt Sie direkt zu Ihnen. Wir kennen diesen Ort. Sie nicht. Und das werden sie auch nicht. Das wird lustig. Ich kenne diesen Ort nämlich gerade eben auch nicht mehr wirklich. Beginne mit Upload des Rokar-Signals. Die Rokar besiegen. Na, das wird ja Spaß machen. Jetzt wäre ein guter Zeitpunkt, um in Deckung zu gehen. Das tue ich jetzt auch. Mensch, ich habe Ihnen gesagt, Sie würden es früh genug herausfinden. Der Sender ist aktiv. Sie konnten unsere Sperre nicht aufhalten. Sie haben es uns abgekauft. Wir warten. Ich möchte jetzt definitiv in Deckung gehen. Irgendwo, wo ich so ein bisschen Deckung habe. Hier, ich habe da hinten vor allem auch Munition. Das ist sehr wichtig. Die sind alle auf der anderen Seite. Ach, scheiße. Die sind alle auf der anderen Seite. Das ist total doof. Uiuiui, da hat mir einer eine gesetzt. Gesetzlose. Was Gesetzlose? Ich weiß nicht, was Cora hat, aber das sind keine Gesetzlose. Das sind Angara-Rebellen im Grunde. Und Widerstandskämpfer. Ah, den habe ich so schlecht gesehen. Au, 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 da hinten ist einer. Ja, dem habe ich vorne gesetzt, obwohl ich ihn nicht gesehen habe. Oh, so schlecht ist das Ding gar nicht. Oh Gott, Granate! Noch einer weniger. Oh Gott, es sind aber immer noch genügend da von denen. Fuck, 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 fuck. Flankieren wir sie einfach mal selber, ne?
Seiten. Dann geht die Munition langsam aber sicher aus, habe ich das Gefühl. Zumindest was die Waffe angeht. Tschüssikowski, ihr seid nicht nah dran gewesen. Au. Jetzt machen wir andere Sachen. Mit der Pistole des Todes. Machen Sie weiterhin Druck. Ficken, scheiße. Der war gerade eben tatsächlich die Knarre leer. Das war nicht unbedingt die Absicht. Und auch meine Wortwahl war nicht besonders gewählt. Au, scheiße, mein Kopf. Einer noch da. Unten irgendwo. Oh. Ach da. Na komm. Huhuhu, das sah mal geil aus mit dem Asari-Schwert. Die Anlage ist ein Köder. An diesen Koordinaten sammeln. Sie haben's begriffen. Wo gehen Sie hin? Das kann ich Ihnen sagen. Anlage 1. Okay. Anlage 1 wollen sie gehen. Ich will jetzt erstmal nachladen, weil sonst geht mir nämlich hier in diesem dauerhaften Feuergefecht wirklich die Puste und die Munition aus. Wo ist... Oh, gut. Cool. Nehmen wir auch nochmal schnell mit. Zum Glück gibt es hier keinen Timer, so wie es aussieht. Hoppala. Dann beeilen wir uns mal zur Anlage 1. Ich glaube, ich bleibe ehrlich gesagt bei der Pistole. Du musst einfach sehr viel weniger schießen. Das ist auch ein Zeitfaktor. Moment. Ach Gott. Da drin war Munition. Tü, 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 tü. Das ist echt der Oberarm. Wir haben jetzt die ganze Zeit an einer Stelle gekämpft, wo Nulling. Teile für das Projekt von Anlage 2. Check. Ich dachte, das hätte ich schon mal eingesammelt. Keine Ahnung. Anlage 1. Wie weit ist das weg? Das ist gar nicht so weit weg. Das ist wirklich da, wo wir direkt rausgekommen waren. So, dann gucken wir mal, dass wir da schleunigst hinkommen. Ja, wir können den Nomad da stehen lassen. Der tut da niemandem weh. Was wir auf jeden Fall mal machen sollten, ist nachladen. Auf alle Fälle. Sind die denn jetzt hin? Ah, da ist schon mal der erste, oder? Sehe ich den? Das ist ja gar keiner von denen. Das ist ja einfach nur ein scheiß Viech gewesen. Die Strecke ist zu Fuß deutlich weiter als mit dem Nomad. Ich hätte vielleicht fahren sollen. Ach, da vorne ist nochmal so ein Geißel-Dingens da aus der Erde. Sehen schon cool aus, muss man schon sagen. Axel, der Pathfinder kommt. Dieser Mutterlose. Alle für Verteidigung bereit machen. Dieser Mutterlose? Klingt, als würden sie ihre Unterstützung verlieren. Das ist ja mal unhöflich. Was soll meine Mutter da bitte rauslassen? So, der ist schon mal weg. Einer von den besseren Eliten-Typen. Hydra! Nein, mal. Battle-Looten. Ach, du Scheiße. Darauf habe ich jetzt überhaupt keine Lust. Ah, nachladen. Eine Hydra. Alle Munition da! Ja, der kann aber irgendwie wenig tun, dann ist das cool. Außer nervig sein. Deswegen mag ich diese Art von Waffe. Wenig Schuss, große Wirkung.
denen. Hier versucht davon zu laufen, ne? Und tschüss. Nö, dir muss keiner mehr helfen. Oder dir kann keiner mehr helfen. Wenn es nach mir geht. Tschüss. Ah, jetzt können wir zu Podromos zurückkehren. Ich werde das nicht vergessen. Wir sind noch nicht fertig miteinander. Für heute schon. Und beim nächsten Mal werden wir vorbereitet sein. Kommen Sie nach Podromos, Pathfinder. Wir schulden Ihnen was. Achso, er redet noch. Mal Moment. Wieder. Mal wieder. Okay, ich dachte, er wäre schon fertig mit seinem Monolog. Gut, dann gehen wir mal schön dahin. Und hören uns mal an, was er zu sagen hat. Sehr gut. Ich bin ehrlich gesagt am Überlegen, ob ich nochmal versuchen soll, dieses blöde Kettlager auszuheben, jetzt wo wir ohnehin schon da sind, ne? Ist mir nach wie vor so ein Anliegen, dieses Problem auch aus der Welt zu schaffen, weil ich es einfach nicht einsehe, warum es bei mir nicht funktionieren soll. Wisst ihr was, wir probieren es einfach. Es sei denn, es gibt hier eine Folgequest, dann werden wir es einfach probieren, das Ding auszuheben. Vielleicht klappt es ja dann einigermaßen gut. Pathfinder? Der Angriff der Rokar ist vorbei. Wir wissen jetzt, worauf wir in Zukunft achten müssen. Es kann nicht immer nur an dem alten Mann mit seinen Vorahnungen hängen. Besonderer Dank gebührt unserem Freund Jarl. Es ist wichtig zu zeigen, dass wir nicht alle auf verfeindeten Seiten stehen. Wir dürfen nicht davon ausgehen, dass jeder ein Feind sein könnte. Das ist kein Leben. Das haben wir auch nicht vor. Wie geht es dem Team? Sie sind ein bisschen geschockt. Und ich kann's ihnen nicht verdenken. Vielleicht sollte ich ein paar Worte sagen? Wenn Sie wollen. Ich bin stolz auf Ihre Fähigkeiten. Sie alle verdienen ein Lob. Ja, wir machen das mit einem Lob. Sie sollen wissen, dass die Leute hiervon erfahren werden. Ihre Tapferkeit am heutigen Tag und an jedem anderen Tag wird nicht undokumentiert bleiben. Ich werde dafür sorgen, dass jeder von Ihnen in seiner Akte eine Belobigung erhält. Sie alle haben das verdient. Und wann können wir weiterarbeiten? Keine Auszeichnungen erforderlich oder erwartet. Manchmal verlieren wir, aber wenn Sie die Chance haben, weiterzumachen, dann ergreifen Sie sie. Heute war kein guter Tag, aber es war ein weiterer Tag. Dank Ihnen. Ihre Leute, Ryder. Alles klar. Gut. Nächster Schritt warten, bis Axul seinen nächsten Zug macht. Gut, das heißt, wir haben jetzt definitiv... Was ist denn das hier? Ach Gott, Pibis Reliktkacke. Machen wir halt Pibis Reliktkacke. Dann, ja, was soll's. Ich meine, wir waren da ja schon mal drin. Keine Ahnung, was sie jetzt von uns noch will. Vielleicht sollte ich sie auch mitnehmen in dem Zusammenhang. Das wäre vielleicht auch schlau. Moment, dann nehme ich sie jetzt einfach mal definitiv mit. Tut mir leid, Liam, aber du musst weichen für ein Pibi. Auswahl bestätigen. Was gibt's extra dafür? Einen Ladebildschirm. Interessant. Und dann fahren wir jetzt mal dorthin und machen Pibis Kiste da. Also, Cora, ich weiß, okay? Ich hätte Sarissa nicht vertrauen sollen. Ich hätte mich daran erinnern müssen, dass sie genauso fehlbar ist wie ich. Hab ich aber nicht. Zufrieden? Ich wäre zufriedener, wenn sie erstmal irgendwas erschießen. Ich auch. Diese Alien-Tech kommt in allen Formen und Größen. Aber wozu ist sie da? Frage ich mich gerade auch. Ich frage mich gerade irgendwie, wo ich exakt hin muss. Muss ich da runter? Ins Wasser? Tatsache. Ich dachte, ich muss da rüber, deswegen bin ich gerade so rum. Ach so, da steht so ein Ding einsam rum. Ja, ist okay. Spannend. Haben wir jetzt nochmal ein bisschen Jump'n'Run-Action vor uns hier. Hoppala! Boah, das war knapp. Verdammt! Da eigentlich hoch? Ja, ich würde hochkommen, wenn da niemand rumgammeln würde. Ach komm, Phoebe, jetzt haben wir Platz, ey, Mädel.
So. So, jetzt muss ich nochmal gucken. Das muss doch gehen, ey. Ah, boah, das ist echt wirklich teilweise super knapp gestaltet. Oh, na endlich. Eine Brücke. Oder soll die Wächter wegbolzen? Na. Na, wir haben jetzt hier. Geht mal ihre Aufmerksamkeit. Wow, weg damit! Da war, ich wollte eigentlich gerade eben einen Nahkampfschlag machen, um ihn wegzuhauen, dann hat er mich tatsächlich erwischt. Mit seiner ekelhaften Umklammerung. Das ist aber ziemlich cool jetzt hier gerade eben. Das ist ziemlich cool. Was ist da drüben? Keine Ahnung. Gar nix. Hier sind wir richtig. Suchen wir die Tech, die wir brauchen. Da passiert doch jetzt sicherlich noch mal irgendwas. Geht es an! Das ist doch hier garantiert noch nicht das Ende vom Schützenfest, oder? Hier ist das erste Teil der Reltech, Pibi. Fantastisch. Fehlen noch zwei. Synchronisation mit meinem Scanner läuft. Das zweite Teil ist auf Haval. Lade Koordinaten hoch. Wir beanspruchen diese Städte. Initiative abschauen. Banditen! Sind wohl nicht die Einzigen, die an dieser Tech interessiert sind. Jeder hat es weg. Au. Ich will jetzt endlich mal ein bisschen Deckung haben. Vielen lieben Dank, aber... Oh oh, mein Schild geht ins Boden. Au. Au. Schilde regenerieren. Erwischt. Auch erwischt. Wow. Oh, der hat einen Raketenwerfer. Nahkampf gehen, da habe ich Nein gesagt. Nee, die sind echt drauf. Wisst ihr, statt einfach intelligent auf unsere Seite zu stellen, greifen sie uns lieber an. Was? Haben wir es jetzt endlich? Die Reltech. Ich frage mich, warum. Wir haben das Teil, wegen dem wir hier sind. Wir können weiter. Verdammt gute Frage, warum die das wollen. Also wir sind jetzt hier komplett fertig, so wie es aussieht. Scheinbar. Ach komm, dann versuchen wir es nochmal. Es hat jetzt deutlich weniger lang gedauert, als ich erst gedacht habe. Wir versuchen es nochmal mit diesem vermaledeiten Teil. Ein Versuch noch. Der letzte. Wenn es jetzt nicht klappt, mache ich es nie wieder. Zeit zu kämpfen! Ja, so, los geht's. Nachladen. Wird sowieso schon ziemlich hart werden. Also mir wurde gesagt, dass irgendwo am Anfang vielleicht was wäre. Aber vielleicht war das auch einfach bloß der Alarm, den man ausschalten kann. Ich soll die Kaserne zerstören. Das ist schön und gut. Man sollte halt auch wissen, was man da tun soll, ne? Und ich hoffe, das Spiel verrät mir das jetzt halt auch mal. Ich verstärke... Hier.
Kiste knacken. Ich bin gerade eben verfehlt. Hab doch gewusst, dass da oben höchstwahrscheinlich gleich einer ist. Das ist immer so. Au. Keine Ahnung, was dieses Scheißteil noch all aushält, aber es ist, glaube ich, einfach zu viel. Ah! So, und jetzt haben wir keine Wahl mehr. Jetzt müssen wir in den Nahkampf gehen. Oder zumindest in den näheren Nahkampf. Neben. Oh Gott. Der ist weg. So, und was muss ich jetzt noch machen? Wisst ihr, jetzt haben wir das Problem, dass hier nichts angezeigt wird. Das letzte Mal ja auch schon das Problem gewesen. Okay, sie hat ihn. Das Einzige, endlich was ich... herrschen hier Ruhe und Frieden. Mehr oder weniger zumindest. Kann ich hier jetzt noch was tun? Ich habe keine Ahnung. Ich schieße jetzt halt auch mal auf die Sachen in der Hoffnung, dass sie, keine Ahnung, kaputt gehen. Und dadurch die Kaserne zerstört wird. Jetzt bin ich halt schon wieder außerhalb dieser Kasernenzone. Oder ich bin zumindest außerhalb der Zone, dass ich sehen kann, wo ich eigentlich hin muss. Weil ich jetzt hier schon wieder im Gebiet bin, ne? Das ist verwirrend. Zerstören Sie die Kaserne. Keine Ahnung, was das Spiel hier von mir erwartet. Ich komme ja auch hier mit dem Scan nicht weiter. Es gibt keine Anhaltspunkte. Und das ist mein großes Problem. Es gibt keinerlei Anhaltspunkte. Und wieder nur jede Menge Gegner. Ist ja irgendeiner und schießt auf mich, oder? Also ich scanne jetzt nochmal, ne? War da nicht irgendwas? Da ist irgendwas. Cat-Sicherheitskonsole. Ist es etwa das? Analyse Übersetzung ist zwar unvollständig, aber diese Konsole könnte möglicherweise eine Sicherheitsabregelung aufheben. Aha. Das Ding sehe ich jetzt gerade zum ersten Mal, aber das liegt auch daran, dass ich da noch nie hingegangen war. Irgendwas ist da noch. Oben scheint noch was zu sein. Nochmal eine Sicherheitskonsole. Eine Kettennotfallkonsole. Sehe ich alles gerade zum ersten Mal. Kann man aber auch nicht einmal kaputt machen. Ja, wir gehen jetzt mal weiter und gucken und hoffen, ne? So gucken und hoffen, hoffen und gucken. Das letzte Mal hatte ich ja irgendwie nicht besonders viel Zeit, um hier irgendwie rumzuscannen, falls ich mich recht erinnere. Das mag vielleicht damit zu tun gehabt haben, dass wir da jetzt keinen erfolgreichen Abschluss bis jetzt haben. Sieg über die Cat. Das Cat-Kraftwerk ausschalten, das ist neu.
Ja, ganz leise. Die sitzen ja ganz tief drin. Wenn wir die Pistole, dann tut die denen vielleicht nicht mehr weh. Also auf jeden Fall habe ich jetzt irgendetwas geschafft. Ich habe keine Ahnung, ob ich es jetzt noch mehr machen muss. Ein Millionenschuss, also. Hätte schon ein 1000er-Schuss gereicht. Stufenaufstieg, schön. Drüben sind auch noch welche. Au. Also die Headshots da mit dem Teil sind dann schon böse. Okay, wenn sie voll treffen. Netter Schuss. Haben wir jetzt endlich alle? Jetzt muss ich mal auf die Karte gucken. Es ist weg. Die Quest ist weg. Nee, sie ist nicht ganz weg. Sie ist nicht ganz weg. Keine Ahnung, was das soll. Zeit zu kämpfen. Irgendetwas wurde aktualisiert. Sieg über die Ketten und jetzt ist... Aber irgendwie geht's doch noch weiter. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. Erstmal nachladen. Da ist doch noch einer. Sag mal, wo kommen die denn alle her? Keine Ahnung, was ich davon zu halten habe. Hallo? Ich bekomme da irgendwie Schaden, da ist nochmal ein Behälter, den habe ich nie gelootet. Ist bestimmt total wichtig, was da drin ist. Verstärker aktiviert. Ich würde gerne ja mal scannen, aber ich darf nicht. Eieiei. Gibt es hier irgendetwas, was ich tun kann? Nee, scheinbar nicht. Da komme ich halt zu dir. Tschüss. Das jetzt bald? Fände ich total toll. Sonst ist hier halt auch nichts, ne? Naja. Entschuldigung. Hoffen wir, dass sie das aufhält. Also er sagt jedes Mal den Spruch hier und ich merke halt auch echt, dass es hier noch nicht fertig ist. Hier ist definitiv nichts mehr. Das heißt, wir gehen jetzt da rein. Ich hoffe jetzt nicht, dass da jetzt nochmal irgendwie so ein Invictus oder wie auch immer die Typen heißen drin ist. Ich meine, wenn ich irgendetwas kaputt machen muss, in die Luft jagen muss, was auch immer, würde ich jetzt vom Spiel erwarten, dass es mir das zeigt, wenn ich drüber scanne. Ne? Ist doch mal eine logische Annahme. Das ist doch wohl eine logische Annahme. Aber vielleicht denke ich auch einfach bloß falsch. Weil jetzt kann ich hier auch schon wieder nicht mehr rein. Da konnte man rein, als man den damals besiegt hat, aber... Nope. Ich gebe auf. Ich gebe auf. Diese Quest wird von mir niemals gelöst werden. Weil sie sich anscheinend von mir nicht lösen lassen will. Ich extrahiere uns jetzt hier mit dieser... Na toll. Kann man hier drin nicht. Hier drin kann man das nicht. Sag jetzt bitte nicht, dass ich komplett rauslaufen muss. Bitte sag das nicht. Ah, Gott sei Dank.
Gott sei Dank, Gott sei Dank, Gott sei Dank. Das geht immerhin. Gut, haben wir noch mal ein Parkett verdroschen. Was soll's? T. Geht nicht. Komisch. Komisch, dass ich jetzt hier das mit dem T nicht machen kann. Ist auch egal. Sind im Steigflug. Atmosphärenaustritt erfolgt. Juhu. Bisschen aus der Atmosphäre raus. Wir sind so toll. Bibi hat gesagt, dass sie mit Ihnen reden will. Damit habe ich gerechnet. Pathfinder, Sie haben neue Post in Ihrem E-Mail-Eingang. Dann tun wir jetzt das allererstes mal ganz, ganz kurz mit der Post und so, ne? Nachricht von Axul. Ryder, ich habe eine Nachricht von Axul erhalten. Ich leite sie in den Meetingraum weiter. Sie sollten sie sich ansehen. Okay. Botschaft an die Nexus. Von Direktor Tan. Ryder, ich habe alle Botschaften der angaranischen Bevölkerung gelesen, die sie weitergeleitet haben. Es ist ermutigend, dass uns schon... was? Das hatten wir doch schon gelesen. Rollen verteilt wären und sie bei der Tür führen, misstrauisch. Das habe ich doch schon gelesen. Komisch. Okay, wir reden jetzt erstmal mit Pibi. Mach schon, denk nach. Denk nach. Ich brauche irgendwas. Mit wem reden Sie da? Ryder! Scheiße. Sie können sich doch nicht so anschleichen. Ich rede nur mit mir selbst. Sagen Sie nicht, Sie würden das nie tun. Gestresst, was? Ach, echt. Diese Sesshaftigkeit ist nichts für mich. Ich mag's nicht, wenn die Leute wissen, wo ich bin. Wo mein Zeug ist. Oh! Die hat gerade echt Probleme. Sie müssen sich entspannen. Ich bin ja selbst schon gestresst. Würde ich ja gerne. Wirklich. Wenn's mir zu Hause so ging, habe ich mir eine Schwerelosigkeitskammer gesucht. Oder ein Floatingbecken. Irgendwas, um abzuschalten. Das bräuchte ich jetzt auch. Wenn ich einen Vorschlag machen dürfte... In der Rettungskapsel lässt sich die Schwerkraft abschalten. Ui. Natürlich. Sam, du bist ein Genie. Das wird mich total verändern, Ryder. Sie werden schon sehen. Da drin ist Platz für zwei. Da mache ich doch jetzt gleich mal mit. Das wollte ich hören. Und das war's dann. Augen zu, entspannen, einfach loslassen. Oh. Das ist großartig, Ryder. Ja. Ich wüsste noch was, um mich zu entspannen. Und was? Oh oh. Wollen wir rummachen? Was? Mir ist egal, ob Sie noch was anderes am Laufen haben. Und ich kann schweigen. Wir haben einfach nur Spaß. Und lassen Dampf ab. Ohne Verpflichtungen. Ohne Bindungen. Ach du Scheiße. Okay, ich bin jetzt so spontan und sag klar doch. Ich mach's einfach. Es wird Konsequenzen haben. Ich mach's einfach. Klingt nach Spaß. Gut. Genug geredet. Oh, Sie meinen... Jetzt? Hier? Sie wissen schon, was genug geredet heißt, oder? Wow. Wir schweben direkt auf die... Autsch. Egal. Au. Au. Keine Bindungen. Okay. Okay. Tja, wer träumt nicht auch von Antigravitationssex, ne? Der Wahnsinn. Okay. Ja, das ist nie passiert, Leute. Das ist nie passiert, natürlich. Scheiße. Hat mich jetzt ehrlich gesagt überrascht. So, zurück zum Ernst des Lebens.
Das war jetzt mal gerade eben ein bisschen Landurlaub, den haben wir uns selber gegeben. Ich bereite Vidcon-Kommunikation vor. Und jetzt so entspannt und gelockert können wir gerne mit unserem Erzfeind parlieren. Ach, warte mal, wir sind da noch Direktor Edison. Auch noch. Ryder, erzählen Sie mir von dem Satelliten, den Sie entdeckt haben. Was? Wovon reden Sie da, Direktor? Mein Alarm hat einen ZK-Ressourcentracker identifiziert. Diese Tech steckt voller Overrides, um im Notfall die Protokolle umgehen zu können. Sie wurde von Dr. Zoe Jean Kennedy entwickelt, die gemeinsam mit den Exilanten verschwand. Wenn ihre Tech jetzt wieder aufgetaucht ist, könnte sie jemand als Hintertür benutzen, um unsere Außenposten zu bestehlen. Okay, erstmal soll die uns jetzt mal ein paar Fragen beantworten. Wieso können diese Tracker die Protokolle umgehen? Sie sollten als Hubs fungieren, um schnell Ressourcen aufspüren und anfordern zu können, falls irgendwo Leben auf dem Spiel stehen. Deshalb kamen sie auch nie zum Einsatz. Ten wollte nicht, dass irgendetwas ohne seinen Segen geschieht. Wenn dieser Satellit neu ist, wie konnte er dann unsere aktuellen Sicherheitsprotokolle kennen? Das ist eine ausgesprochen gute Frage. Ja, und wer ist überhaupt diese Dr. Jean Kennedy? Was für ein Name? Welche Funktion hatte Dr. Kennedy in der Initiative? Sie hat die Orbitalsender, die Aufklärungsposten und die halbe Ausstattung der Tempest entwickelt. Sie war in der Lage, ein Upgrade durchzuführen, noch bevor die Anforderung überhaupt auf Tens Schreibtisch lag. Dass Dr. Kennedy gemeinsam mit den Exilanten verschwand, war für uns ein gewaltiger Verlust. Und jetzt die Frage, was? Du hast einen persönlichen Alarm und warum ich nicht? Ist es nicht etwas übertrieben, einen persönlichen Alarm einzurichten? Wieso haben Sie das getan? Viele von Dr. Kennedys Projekten waren inoffiziell. Aber Sie haben sie gefördert. Wie beispielsweise diese Tracker. Ja, aber ich will nicht, dass irgendein Arschloch meine Zugangscodes als Hintertür zu unseren Ressourcen nutzt. Oder dass mir Ten die Schuld dafür gibt. Außerdem will ich wissen, was mit Dr. Kennedy geschehen ist. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass sie eventuell, also entweder Ten oder sie, einer von beiden wird irgendetwas mit dem Tod von Jean Garrison zu tun haben. Da bin ich mir eigentlich relativ sicher, weil alles andere würde wenig Sinn machen. Sie ist also gemeinsam mit den Exilanten verschwunden und trotzdem bezeichnen sie sie nicht als eine von ihnen. Sie hat mit ihnen sympathisiert, aber wir hätten eine Expertin wie sie niemals gehen lassen. Dafür war sie viel zu wichtig. Aber in diesem ganzen Chaos sind viele Dinge und Leute verschwunden. Entschuldigung, aber das ist jetzt mal eine ganz, ganz fragwürdige Aussage von ihr. Das heißt, sie bemisst, also wir sind alle zusammen gemeinsam aufgebrochen aus der Milchstraße hierher. Und es gibt da anscheinend Menschen und auch ja, Turianer, Salarianer, was weiß ich was, die halt wichtig sind, die man nicht gehen lässt, egal was sie anstellen, egal was sie sagen. Und es gibt Leute, die verheizt man halt einfach so, weil sie halt nicht wichtig genug sind. Ganz im Ernst, ich kann mich dieser Frau überhaupt nicht in irgendeiner anderen Art und Weise auch nur geistig nähern. Geht nicht. Wo könnten wir anfangen, nach der Technologie oder Dr. Kennedy zu suchen? Der erste Tracker hat Ihnen bereits einige Daten geliefert. Durch weitere Scans könnte Suvi möglicherweise eine Ursprungsposition ermitteln. Und wie es aussieht, werden diese Tracker in der Nähe von technologischen Ballungspunkten der Initiative eingesetzt, sprich von Außenposten. Versuchen Sie es also in einem anderen Außenpostensystem oder errichten Sie weitere. Vielleicht können Sie sie ja so rauslocken, wer auch immer Sie sind. Und was machen wir, wenn wir sie finden? Diese Leute stehlen unsere Ressourcen. Mein Interesse gilt Dr. Kennedy und ihrer Technologie. Das Leben der Verantwortlichen steht für mich an letzter Stelle. Okay, alles klar. Ein ZK-Tracker im Null-System finden. Cat und Bane ist mir jetzt völlig scheißegal. Wir machen jetzt hier noch das zweite Gespräch hier mit Axul. Was will denn der von uns? Jarl, ich bin jetzt im Meetingraum. Perfektes Timing, Ryder. Dann spiele ich die Nachricht mal ab. Jarl Amadarav, Sie waren schon immer ein kurzsichtiger Narr. Sie helfen einem Fremden anstatt Ihrem eigenen Volk. Sie sind es nicht wert, den Namen ihrer Familie zu tragen. Tut mir leid. Es war nicht meine Absicht, meine Feinde auch zu ihren zu machen. Das ist nicht das erste Mal, dass er so etwas zu mir sagt. Während unserer Studienzeit ließ die Moschei uns zusammenarbeiten. Wir sind nie gut miteinander ausgekommen.
Zugegeben, ich muss noch viel über die Angara lernen. Aber für mich klang das nicht, als ginge es hier nur um eine Rivalität aus Jugendzeiten. Er ist zu klug, um mich offen anzugreifen. Axul will, dass wir etwas Unüberlegtes tun. Aber diese Genugtuung werden wir ihm nicht geben. Das ist eine weise Entscheidung, Jarl. Okay, liebe Leute, wir müssen jetzt wieder warten, bis Axul seinen nächsten Schritt macht. Ich wünsche euch auf jeden Fall bis dahin eine schöne Zeit. Macht's gut, bis zur nächsten Folge. Tschüss und ade.